Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Antimatter Geometry zusammen mit mir, den lieben Silence und den lieben Herrn Malz. Hallöchen. Jetzt habe ich es wieder hingekriegt. Wir haben letztes Mal drüben die Hydrogenanlage neu aufgebaut oder wieder umgebaut. Ich habe jetzt auch rausgefunden, wie wir Slimeballs bekommen können. So ein ganz paar. Über Slime Data Model. Also, wir hatten einen ganzen Haufen von diesen Matter und da kriegt man halt jedes Mal aus einem Matter 16 Slimeballs raus. Dementsprechend kann ich jetzt auch 1000 Speed Upgrades anfordern. Okay, die Co-Processing Unit ist überlastet. Die kriegt das nicht hin. Die schafft nicht, 1000 Stück gleichzeitig gerade zu produzieren, weil halt zu viel gleichzeitig produziert werden muss. Ja. Geil. Gut, dann gehen wir mal wieder zu unserer hübschen Leckanlage. Und die ist nämlich voll. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, wir könnten ja einfach wieder einen Export nehmen und dann auf den Export quasi sowohl Iron Oxide als auch Sucrose machen und fertig. Ja. Ich mache jetzt erstmal überall Upgrades rein. Ja. Gut, das heißt, achso, die Upgrades, okay. Hier kommt die nächste Stromleitung. Das wollen wir doch das Sludge denn mit einem Endertank rausholen? Oder? Ja, auch bitte machen. Ach, das ist so angenehm, mit jemandem zu spielen, der vernünftig mitdenkt. Okay, jetzt wird es langsam kompliziert hier. Jetzt wird das Kabelmanagement schwer. Wenn man drei verschiedene Kabel oder zwei verschiedene Kabel hier auf fünf verschiedene Arten mehr oder weniger hinlegt, das ist dann doch mir ein bisschen zu viel des Guten. Also haben wir echt mehr Dissolver für die restlichen Produkte? Ja, viel okay. Mehr. Das Doppelte, glaube ich sogar. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Vielleicht reicht das ja so. Ich gehe davon aus, die Anlage ist eh viel zu schnell. Davon mal abgesehen. Ich brauche mehr Storage. Mir fällt gerade ein, wir könnten es uns auch einfach machen. Ja. Anstatt External Storage nehmen wir. Ah, nee, Importbus müssen wir dann wieder upgraden. Nee, wir müssen External Storage nehmen und alle einstellen. Hast du eigentlich alle eingestellt? Ja. Die hier okay. Vorne, ja. Na, jetzt hört man doch noch wieder so ein bisschen dann tippen. Müssen wir mal gucken, dass wir das mal bei der, zu den nächsten Folgen hin, wenn wir mal wieder ein bisschen mehr Zeit haben, vernünftig einstellen. Ich ja auch raus, ja, aber. Ja, denke mal. Ja, auch nur raus. Weil ansonsten hast du das Problem, dass die. Wobei, Importe haben wir ja gar nicht. Also eigentlich. Eigentlich jetzt ist stelle ich ja, die raus. Oder? Ich bin gerade echt am Überlegen, ob das einen Unterschied macht, weil wir importieren ja quasi nichts ins System. Also ich glaube, das sollte sogar gar keinen Unterschied machen. Jetzt ist es egal, jetzt ist zu spät. Ja. Yeah. Extract only. Ah, die hast du auch schon alle. Wow. Das heißt, ich brauche die Upgrades. Die würde ich gerne gleich mitverteilen. Ich glaube, Stack-Upgrades brauchen wir nicht unbedingt dafür. Hoffe ich zumindest. Das heißt, wenn ich jetzt die beiden reinpacke und vier von denen. Und am besten anschließe. Hilft meistens. Das ist. Ich würde sagen, wenn man. Wo bist du? Achso. Ich bin in der Base gerade. Ja, ich würde sagen, das reicht. Dann die beiden und Speed Upgrade. Also, zwar könnte man es noch ein bisschen effizienter machen, vielleicht, aber. Ich sag mal, wenn wir auch nur ein Müh mehr importieren, als wir exportieren, reicht das ja vollkommen aus. Oder verarbeiten so rum. Ja. Von daher sollte es, glaube ich, so reichen. Ja, ich habe Sucrose auch als erstes. Das heißt, man könnte zur Not sich auch noch überlegen, das Iron Oxid wegzuschmeißen. Dass ja, man halt. Das ja auch lagern. Oder halt einfach ins System, also ins ME-System importieren. Beziehungsweise in unser neues Verwaltungssystem dann oder wie auch immer man das nennen möchte.
Ja. So. Theoretisch laufen die jetzt alle. Hier haben wir Export mit... Ja, da kommt auch ein Speed-Upgrade rein. Ein Stack-Upgrade. Weil ich vermute mal, hier brauchen wir ein bisschen mehr. Ich gehe auch davon aus, dass ein einziger Export nicht reichen wird. Und dann brauchen wir jetzt quasi... Achso, du willst in der Base die Hydrogenanlage, beziehungsweise dass die Ender-Chest vollgepumpt wird, abbauen oder was? Genau. Dass wir das ME-System komplett da rausnehmen. Ist halt vor allem auch mit dem Hintergedanken, wenn wir ein bisschen größer noch bauen müssen, ja, ist halt alles unnötige Serverlast, die wir absolut nicht brauchen. Ja. So, dann kommen hier noch zwei Exporter hin mit rote Bete-Seeds. So, die sollten jetzt dann auch nichts mehr blockieren. Die werden nicht exportiert. Warum werden die nicht exportiert? Weiß ich nicht. Und vergiss die Trashcan nicht. Ja, die habe ich hier gerade stehen. Ach so. Da wird ja gerade nichts raus exportiert. Hä? Warum nimmt er da nichts raus? Also das sind nur Speed-Upgrades, das sind keine Stack-Upgrades, aber selbst wenn, da sind ja auch volle Stacks dran, ne? Hä? Hier nimmt er das raus. Kann das sein, dass es irgendwie Backlog ist oder so? Weil irgendwo muss er ja anscheinend raussaugen. Also im Zweifel würde ich sagen, der nimmt die halt irgendwo raus. Nur ich wo? Guck grad mal nach. Hier. Ja, der nimmt die raus. Ah, okay. Also funktioniert's. Ist nur nicht schnell genug aktuell. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn das nicht schnell genug ist. Ich baue mal noch drei weitere Exporter hin. Ja, ich sag mal so, die ersten sind schon wieder voll. Deswegen nämlich, habe ich nämlich auch gerade gesehen. So. So. Ah, dann machen wir es so. Passt schon. Wobei, ich glaube, das ist größtenteils wirklich einfach Backlog. So, Speed Upgrade. Speed Upgrade. Und Speed Upgrade. So. Jetzt sollte es besser laufen. Das hat der Nachteil, dass man jetzt halt überhaupt nicht sieht, wie gut die laufen. Ja. Weil ich habe die blöde Befürchtung, das reicht nicht vorne und hinten nicht. Aber der nimmt auch bei der Hälfte der Dinger gar nichts raus. Komischerweise. Ich habe überall Extract Only eingestellt, eigentlich. Ja. Ja, der nimmt halt nur bei so ein paar das. Ja, wobei, doch, hier wird der Backlog weniger. Lassen wir einfach mal laufen. Also, wir haben ja die andere Anlage eh noch am Laufen. Das heißt, dann brauchen wir noch eine Ender-Chest. Dreimal weißes Import, oder? Ja. Sekunde. So. Dann brauche ich Oxygen, Eisen, Carbon. Das müsste alles sein, oder? Ja. Und ein paar Exporter. Ich würde gerne auch noch ein paar Stack-Upgrades mir nehmen. Machen wir mal drei weitere. Also jetzt kommt der Sludge Refiner gar nicht mehr hinterher. Aber das glaube ich. Ach, das ist vollkommen egal. Also das, ja. Es wird ja eh dann weniger wieder. Und den müssen wir sowieso deutlich besser bauen. Ja. Ein paar mehr davon. Vor allem das auch, ja. Weil der hat auch schon Speed Upgrades drin. Ja. Ich weiß halt nicht, das sieht halt echt danach aus, dass es nicht reicht. Nö. Guck mal hier in den hier rein. Der zieht genau immer nur das raus, was der produziert. Ja, das glaube ich nämlich, dass der irgendwie das unterschiedlich macht. Wie könnte man das alternativ machen? Nützen, ja. Man könnte Item-Conduits von unten nehmen mit Strom und dann halt mit Item-Conduits in eine Trashcan rein. Hm. Das wäre noch eine Möglichkeit. Gut, gucken wir gleich mal, wenn die Anlage wirklich komplett läuft. Ja. Wo packe ich jetzt den Export hin?
Davoplatz. Ja, ich will halt versuchen, zumindest ein bisschen vernünftig zu bauen. Dann einmal so. Nein, mache ich nicht. Ich baue den einen höher, der muss ihn hinten nämlich immer im Boden bauen. Ja, das ist. Ja. So, Export. Na? So, da kommt das Kabel weg. Na. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass der quasi immer nur einen so einen Stack quasi rausnimmt. Ja. Und dann nichts weiter macht. Deswegen will ich hier nämlich Stack-Upgrades mit reinpacken. Dann nimmt er nämlich nur stackweise raus. Den hat der eigentlich nicht ganz so schlimm. Diesen Backlog, sag ich mal. So. Wenn du willst, kannst du ja mal im Kurz schon mal überprüfen, ob es zumindest irgendwo ein bisschen weniger wird. Ja, die Kiste wird auf jeden Fall voller. Ja. Ne, dritte Reihe. Wir machen jetzt ja quasi die Endprodukte raus. Ach so, du meinst hier. Ja, hier wird was genau rausgesogen, aber nicht viel. Reicht das nicht? Nö, also hier wird nichts rausgesogen. Ja, doch, jetzt. Na. Der hier noch nicht. Aber es liegt daran, dass die Ender-Chest voll ist. Ja. Oh. Das könnte natürlich der Grund sein. Willst du mal das, oder ich mach mal das alte System in Anführungsstrichen aus? Ja. Indem ich einfach vorne die Pflanzen wegnehme. Dann läuft das leer. Dauert jetzt zwar eine ganze... Das dauert ganz schön lang, bis das leer ist. Das ist ja komplett voll. Ach du Scheiße. Ich glaube, die andere Anlage produziert immer noch zu viel für die Ender-Chest. Ja, das kann wirklich sein. Neuer Versuch, ein bisschen die Ender-Chest leer zu machen. Ja. Ja, komm. Wollen wir ja sowieso machen. Du könntest ja jetzt theoretisch schon das hier auswechseln, die Kiste hier und extra den Porter dran bauen. Das könnten wir machen. So. Zack. Dann die einmal wegnehmen. Die sollte jetzt ja theoretisch reichen dann. Dann nehmen wir nochmal einen Ender Chest. Also das sind jetzt halt so diese Feineinstellungen, die ich meistens offscreen mache. Einfach weil die halt so ewig dauern. Wir haben kein Holz mehr. Ernsthaft? Wir haben noch. Ja, wir haben bei Pistons kein Ore Dictionary erlaubt. So. Soll ich das mal eben machen? Ja, kannst du machen. Ich werde aber eben schnell einen Piston oder ein paar Pistons per Hand bauen. So. Machen wir mal 10 Importbusse. Was brauchst du denn so lange? So. Schlimm. So, dann einmal bitte Import. 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 Erledigt. Danke. Importieren. Na? So. Importieren. Und importieren. Sieht so minimal schneller aus. Ja. So. Wie sieht's denn jetzt hier mit der Anlage aus? Produziert immer noch fleißig. Also ich würde sie tendenziell erstmal stehen lassen. Als Reserve sozusagen. Ja. Aber. Allgemein für die Hydrogenelemente und sowas. Ja, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Wir haben sogar die doppelte Anzahl da stehen. Ja, aber die Ender Chest ist hier leer. Was? Mit den Liquifiern. Weil die wird. Kommt die nicht hinterher? Der Exportbus erreicht nicht. Ja, ich versuche mal eben mit Stack Upgrades ein bisschen nachzuhelfen. Ich glaube, jetzt ist haargenau. Ich würde einfach noch hier drunter einpacken. Ja, ich glaube aber, das reicht jetzt. Also, zumindest wird weder was reingesaugt noch rausgesaugt. Ja, aber die Liquify gehen gerade alle. Hier oben zum Beispiel. Wie das denn?
nicht. Ja, dann packen wir unten gleich noch einen Exportbus rein. Habe ich sogar noch. Ah, da muss ich doch noch mich hier runterbauen. gib mir mal Hydrogen. Ein Stack und einmal das. So. Reicht immer noch nicht aus? Anscheinend nicht. Kann man da wirklich zwei Stack-Upgrades reinmachen? Nützt das was? Ich weiß es nicht. Um ich ehrlich zu sein. Lieber ein Stack und ein Speed. Ja, ist auf jeden Fall schneller. Jetzt geht's. Ja, gut. Ja, der andere ist auch ein Stack und Speed. Es reicht ja, auf jeden Fall anscheinend. Tun wir, aber glaube ich auch genug. Ja. Dann müssen wir halt gucken, ob die Anlage dann... Auf jeden Fall hier hinten ist er schnell genug. Also hier ist halt überall Hydrogen drin, der Rest wird alles exportiert. Also der Export ins System rein, ins ME-System rein ist schnell genug. Ja. Problem ist halt nur, dass jetzt überall nur Sucrose drin ist. Dementsprechend wird sich sehr schnell hier irgendwann dieses Iron Oxid sammeln. Aber die Seeds sind immer noch nicht schnell genug raus. Immer noch nicht? Nee. Müssen wir mit Itemdukten vielleicht nächstes Mal nachhelfen. Gut, ja. Ich würde sagen, tendenziell reicht es erstmal. Im Zweifelsfall, du kannst das ja gleich mal ein bisschen beobachten, beziehungsweise ich ja auch so halb. Hm. Wenn das System wieder leer laufen sollte, im Sinne von, warum habe ich hier nicht auch Stack-Up? Ich könnte hier sonst auch Stack-Upgrades reinpacken. Vielleicht geht das dann auch besser. Weil das Problem bei den... Import mehr von Hydrogen, falls das System, was wir gerade gebaut haben, abkackt. Dann sind die Reaktoren auch weg. Genau, das halt, wir achten da jetzt halt ein bisschen mehr drauf. Oh, toll, jetzt habe ich mein Inventar wieder sortiert. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Refined Storage hasse? also wir achten da jetzt ein bisschen gezielter drauf. Und falls wir zu wenig Hydrogen mit dieser Anlage hier betreiben sollten, machen wir einfach ein ganz schnelles temporäres System, die Ender Chest drüben wieder hinstellen und ME-System exportiert einfach wieder und fertig. Ja. Dass die Reaktoren uns halt nicht abknallen. Ja, jetzt funktioniert's. Ein Stack-Upgrade hat's geregelt. Oder ein paar Stack-Upgrades. Jetzt sind überall nur noch rote Beete drin. Aber gut, dann würde ich sagen, nächstes Mal müssen wir hier noch eine Reihe hinbauen. Für das Iron Oxid dann. Das kann uns halt gegebenenfalls auch um Ohren fliegen. Ich bin gerade am Überlegen, haben wir vielleicht eine Black Hole Unit hier stehen? Nee. Können wir mal eben schnell eine Black Hole Unit machen? Bestimmt. Einfach damit uns der Kram nicht um Ohren fliegt. Shit, wie machen wir das? Wir haben jetzt ja External Storage. Wir könnten halt höchstens da jetzt einen Exportbus dran packen. Mach da einen Exportbus dran und dann ich nehme überall Eisenoxid raus, ja? Nee, lass ruhig drinne. Ich wollte gucken, ob sich das rentiert, in Anführungsstrichen. Dann machen wir hier mal eben einen Exportbus hin. Danke, dass die Mauer kaputt ist. Da soll Iron Oxid rein. Bitte stackweise. Und das. Und ich mache noch parallel ein External Storage hin. Mhm. Der quasi mit der niedrigsten Priorität eigentlich nicht wieder leer gesaugt werden dürfte. Genau. Zwar haben wir jetzt hier einen Dauerkreislauf drin. Das heißt, sobald alle von denen leer sind mit Iron Oxid, saugt er sich zwar quasi hier selber wieder was raus. Extract only. Aber es kann trotzdem passieren, dass das System hier vernünftig läuft und sich halt selbst finanziert sozusagen. Aber wenn man hier guckt, die sind alle voll mit Hydrogen. Also ja. Wir produzieren viel zu viel Hydrogen aktuell. Das heißt, man kann wirklich mal überlegen, einfach noch eine zweite Reihe und da nur Iron Oxide verarbeiten oder sowas. Mhm. Ja gut, aber ich habe einen Termin und bin schon wieder 20 Minuten jetzt. Vielen Dank, dass ihr geguckt habt. Lasst Kommentarbewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.